Einen wunderschönen guten Abend. Es ist inzwischen späten Nachts geworden und ich dachte mir, machst du mal ein kleines Special. Das heutige Spiel ist Drawn the Painted Tower. Ist eine Adventure-Perle, ist noch gar nicht so alt, aber größtenteils eher unbekannt. So. Der Soundtrack übrigens wunderschön, ist auch wunderschön gezeichnet. Legen wir uns mal einen neuen Spieler an. So. Ich stehe voll auf die Musik. Und dann stürzen wir uns mal ins Vergnügen. In a world shrouded in darkness. In a town bleak and trampled, a small girl stands atop a tall tower, a beacon of hope, imprisoned by shadows. She calls out for help, but her voice is stolen by the wind, and her tears like dreams are lost in the night. Und los geht's. Also wir müssen hier in diesem Turm, vor dem wir gerade stehen, müssen wir ein Mädchen retten und müssen halt die Story aufdecken, was es mit diesem Mädchen auf sich hat, warum es da in diesem Turm oben am Rumwarten ist. Und sie hat die besondere Begabung, das lernen wir im Spiel erst. Hier. The King's Daughter is missing, also die Tochter des Königs wird vermisst. Und es wird eine Belohnung ausgeschrieben. Tralala. So. Hier liegt ein Bändchen. Bitte hilf. Ich wurde gefunden und bin an der Spitze des Turmes gefangen. Schau dich genau um. Ich habe dir einen Weg hinein gezeichnet. Du musst Franklin finden. PS, meine Freunde könnten dir vielleicht helfen. Die Iris schreibt uns das. So, wir finden jetzt ein Zettelchen. Sketch of a Handle, also eine Zeichnung von einem Griff. Die Tür hat übrigens, wie wir hier sehen, hat die Tür keinen Griff. The Handle seems to be missing. Und wir können die Zeichnung jetzt quasi an die Tür pinnen. Und der Griff wird Wirklichkeit. Und so kommen wir in den Turm. Nach einem magischen Ladebildschirm. So. Da sind wir im Turm. At last you have come. Iris is gone. Separated from me and I have been turned to stone. The tower doors have all been locked with cunning magic, and I cannot solve their riddles. You must find her. You must save her. Ja, da haben wir den Typen gefunden, aber der wurde leider zu Stein verwandelt. Und immer wenn ich Hilfe brauche, kann ich auf sein Porträt hier klicken. Kann die aber nur selten in Anspruch nehmen, weil dann eine bestimmte Zeitspanne vergehen muss, bis es wieder klickbar wird. Öffnen wir mal die Kiste. Ach, können wir noch gar nicht. Da müssen wir erstmal die Puzzle lösen. Hier haben wir ein gezeichnetes Eichhörnchen. Und hier haben wir ein leuchtendes Auge quasi. So ein Edelstein. Hier fehlt ein Teil der Tür und die Tür regnet, weil da Regenwolken gezeichnet sind. Die Tür ist, die Kiste ist verschlossen. Und wir können übrigens auch, hier liegt noch was.
Lieber Franklin, danke, dass du auf Iris aufpasst. Es ist so traurig, dass wir sie wegschicken müssten, aber es war zu ihrer eigenen Sicherheit. Der König und sein böser Kanzler suchen immer noch nach ihr. Der Kanzler hat unser kleines Dorf verflucht und ich fürchte, er könnte auch nach Stonebriar kommen. Bitte gehe nicht das Risiko ein, uns einen Brief zurückzuschicken. Sie ist ein ganz besonderes Kind. Sie ist unsere einzige Hoffnung und unsere Zukunft. Sei vorsichtig und keep her safe und bewahre sie vor Schaden. Wir können dir nicht genug danken für alles, was du für uns aufgegeben hast, Catherine. Dann gehen wir mal zum Bild. Eine besondere Eigenschaft ist auch von diesem Spiel, dass wir in Bilder eintauchen können. Aber erst sobald die aktiviert sind, also sobald wir die repariert haben. Hier fehlt zum Beispiel ein Stück vom Bild. Schauen wir uns mal weiter um. Da liegt was. Liebe Iris, ich muss wissen, wann du eine längere Zeit in deinen Bildern verbringst. Deine Mutter hat mich gebeten, auf dich aufzupassen. Wenn du 2 Tage in deinem Baumhaus verschwindest und ich dich nirgends finden kann, dann sorge ich mich um dich. Vergiss nicht, uns umgibt allwährende Dunkelheit und du bist das Licht. Der Tag wird kommen, wenn ich nicht mehr auf dich aufpassen kann. Versprich mir, dass du deine Gaben weise einsetzen wirst. In Liebe, Franklin. Und Franklin ist der versteinerte Typ, der da im Foyer rumsteht. Und alles sind hier Puzzleteile und wir müssen die jetzt zusammensetzen. Wir haben jetzt ein Eichhörnchen, können aber noch nichts damit anfangen. Und ein glühendes Auge. Hier haben wir noch was gefunden. Und zwar ein Teil der Truhe. Den können wir hier jetzt einsetzen. Und müssen hier noch ein Rätsel lösen. Achso. Nee. Ist das jetzt richtig? Achso, das war falsch rum, glaube ich. Und somit haben wir die Truhe geöffnet. Na? Ah. Iris's family had a rare and special gift. The paintings they created became magical doors to enchanted worlds. Now only Iris remains, and her gift is a secret I have sworn to protect. But her paintings have been marred by the Chancellor's wicked curse. You must find a way to unlock them. Please, hurry. Jetzt haben wir quasi erfahren, dass die Familie magisch begabt ist und dass Iris Bilder zum Leben erwachen. Aber momentan ist hier alles verflucht und deswegen auch so zerfallen. Ein Schlüssel und Papierfetzen. Was haben wir denn da? Den Schlüssel probieren wir erstmal hier mit dem Dingens aus. Passt. Und da haben wir ein Hoppelhäschen. Den Rest können wir nicht gebrauchen. Ich frage mich immer, woher die wissen, was die brauchen und was nicht. So, und jetzt setzen wir mal das gute Stück hier oben ein. Und schon fliegen wir in das Bild hinein. Nehmen wir mal einen Zweig. Schauen wir uns mal um, was wir das aufnehmen können. Blümchen. Kann man den Schmetterling aufnehmen? Nein. Und hier ist eine Vogelscheuche, mit der wir sprechen können. Gott sei Dank ist jemand gekommen. Die Krähen greifen die Farm an. Hilf mir, sie zu verscheuchen. Zuerst brauche ich meinen Handschuh. Also müssen wir wahrscheinlich die Vogelscheuche wieder zusammensetzen.
Kann man die Krähen verjagen? Nein. Eine halbe Sonnenblume, da ist der Handschuh. Aber wie kriege ich die Krähen weg? Da kann man fischen. Ah, jetzt habe ich noch ein Blatt geschnappt. Hm.